Synchronizität, das ist ein Begriff, der eigentlich nicht so bekannt ist. Jedenfalls in vielen Szenen überhaupt nicht bekannt ist. Aber ich habe mich entschlossen, das trotzdem zu machen. Und zwar, weil der Synchronizitätsbegriff eine ganz eigenartige Geschichte hat. Es ist nämlich so, dass zunächst der C.G. Jung diesen Begriff entwickelt hat, so hat man geglaubt. Und auch das kollektive Unbewusstsein, den Begriff des kollektiven Unbewussten und auch die Archetypen. Und hinterher, so in den 60er Jahren, nachdem der Pauli tot war, stellt sich raus, dass er das gemeinsam mit einem Physiker entwickelt hat, und zwar mit einem Nobelpreisträger, und zwar ist der Pauli gewesen, Wolfgang Pauli. Wohl der beste Kollege vom Heisenberg, der den Heisenberg auch immer unterstützt hat und kritisiert hat. Und ohne den Pauli und seinen Nobelpreis wären wir heute nicht da, wo wir in der Quantenphysik heute sind. Dass die beiden zusammengearbeitet haben, ist sowieso eine tolle Sache. Also der Pauli hat einen Lehrstuhl gekriegt in Zürich und kam dann in eine Lebenskrise. Und dann hat er seine Lebenskrise bearbeiten lassen vom Jung-Institut. Der Jung hat absichtlich ihn nicht persönlich therapiert, und zwar, weil er gesehen hat, dass das so wertvolles Material ist in dessen Träumen, dass er das nicht durch sein persönliches Eingreifen in irgendeiner Form beeinflussen wollte. Es liegen 500 physikalische Träume vor vom Pauli im Jung-Institut, und die sind inzwischen nach 50 Jahren ausgewertet, und man ist auf unglaubliche Dinge gekommen mit diesen Träumen und weiß nun, dass tatsächlich der Jung und der Pauli die Dinge miteinander diskutiert haben und die Begriffe wie Archetypen und Synchronizität gemeinsam entwickelt haben, und zwar eben der Jung von der Psychologie her und der Pauli von der Quantenphysik her. Und das Erstaunliche ist, dass es da eben ähnliche Strukturen gibt, die miteinander verträglich sind. C.G. Jung, das brauche ich hier wohl nicht erklären, weil es ist 1875 geboren, hat bis 1961 gelebt, und ich brauche über den nichts zu sagen, glaube ich, den kennt jeder. Den Pauli kennt man wiederum nicht so, weil der war immer im Hintergrund und ist heute noch nicht berühmt, und man weiß gar nicht, was er eigentlich so genau gemacht hat, und auch selbst, also bei Laien ist schon gar nicht gut, Wissenschaftler wissen es vielleicht schon. Ich lese Ihnen mal vor, was der Einstein über ihn geschrieben hat. Der Einstein hat also seine Relativitätstheorie so ungefähr um 1900 entwickelt, und dann war Ruhe, niemand hat es verstanden. Man hat die Vermutung gehabt, dass es eigentlich nur der Einstein und vielleicht noch zwei, drei Leute in der Republik verstehen. Und dann kam ein Schüler mit 18 Jahren, und der dann schließlich darüber was geschrieben hat. Das ist dem Sommerfeld aufgefallen, ganz berühmter Professor in München. Und der hat ihm dann den Auftrag gegeben, er soll doch mal da einen Aufsatz drüber schreiben. Dann hat er einen Aufsatz drüber geschrieben für eine Enzyklopädie. Der Sommerfeld nämlich hat sich nicht in der Lage gefühlt, das zu machen, weil es ihm zu schwierig war. Dann hat der Pauli, der junge Pauli mit 20 Jahren, das geschrieben. Dann hat es der Einstein gelesen und schreibt dann da drüber: Wer dieses reife und groß angelegte Werk studiert, möchte nicht glauben, dass der Verfasser ein Mann von 21 Jahren ist.
man weiß nicht, was man am meisten bewundern solle. Das psychologische Verständnis für die Ideenentwicklung, die Sicherheit der mathematischen Deduktion, den tiefen physikalischen Blick, das Vermögen übersichtlicher systematischer Darstellung, die Literaturkenntnis, die sachliche Vollständigkeit, die Sicherheit der Kritik. Paulis Bearbeitung sollte jeder zu Rate ziehen, der auf dem Gebiete der Relativität schöpferisch arbeitet, ebenso jeder, der sich in prinzipiellen Fragen authentisch orientieren will. Also wer vom Einstein mit 21 Jahren sowas geliefert kriegt, ist natürlich, dessen Karriere ist natürlich schon vorgezeichnet und so kam es natürlich auch. Er hat immer zu den Spitzenleuten gehört, bis er gestorben ist. Er ist aber noch vorm Jung gestorben, nämlich schon 1958. Die Geschichte des Begriffs ist ganz interessant. Dem Jung ist es nämlich auch nicht einfach so zugeflogen, sondern er hat es entwickelt. Erstmal kannte der Jung den Richard Wilhelm. Und der Richard Wilhelm hat das I Ching übersetzt aus dem Chinesischen. Und das I Ching ist Ihnen wohl allen bekannt, oder? Da brauche ich nicht drüber was zu sagen. Das I Ching heißt es ja, dass das ein Orakelbuch ist, weil wir mit sowas ja gar nichts anfangen können. Wir können das ja gar nicht irgendwie akzeptieren, dass da irgendwas sei, was über unsere Welt hinausgeht und was nicht Spinnerei ist und so weiter. Aber der Jung hat es ernst genommen und er war sehr intensiv zusammen mit dem Richard Wilhelm und hat es mit ihm diskutiert. Und dann hat er mal 1928 ein Mandala gezeichnet, einfach so. Hat ein Mandala gezeichnet, schönes Mandala. Und dann hat er das so angeschaut und hat gedacht, das ist ja wirklich sehr chinesisch. Am gleichen Tag kriegt er einen Brief vom Richard Wilhelm. Ich lese es mal vor. Ein bemerkenswertes Beispiel geschah 1928, als Jung ein Mandala zeichnete, das ihm sehr chinesisch vorkam und er am selben Tag mit der Post Richard Wilhelms Manuskript seiner Übersetzung des Traktats Das Geheimnis der goldenen Blüte erhielt, so heißt es. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Für Jung war diese Begebenheit alles enthalten, was die Synchronizität ausmachte, obwohl er den Begriff noch gar nicht entwickelt hatte zu der Zeit. Der Richard Wilhelm ist leider sehr bald gestorben, dann 1930 schon. Und da wiederum hat der Jung einen Vortrag gehalten, nicht direkt auf seiner Beerdigung, aber in einer Gedenkfeier an ihn. Ja, und da hat er Folgendes gesagt. Im Mai 1930 sprach Jung in einem Vortrag zum Gedächtnis an den kurz zuvor verstorbenen Richard Wilhelm über die Philosophie hinter dem I Ching, das Wilhelm ins Deutsche übersetzt hatte. Er sagte: Die Wissenschaft des I Ching beruht nämlich nicht auf dem Kausalitätsprinzip, sondern auf einem bisher nicht benannten, weil bei uns nicht vorkommenden Prinzip, das ich versuchsweise als synchronistisches Prinzip bezeichnet habe. Synchronistisch heißt eigentlich Gleichzeitigkeitsprinzip. Dass also Dinge, die zur gleichen Zeit passieren, irgendwie vielleicht miteinander verbunden sind, aber nicht über Kausalität. Da komme ich vielleicht noch mehr zur Seite. Jetzt ist natürlich so, der Jung ist dann schon aufmerksam geworden nach 1928 auf Synchronizitäten. Und jeder kann das ja auch in seinem eigenen Leben machen, dass er auf Synchronizitäten aufmerksam wird. Wobei man allerdings die Grenze beachten muss, die der Kant dann zieht. Der Kant zieht nämlich die Grenze gegenüber dem Swedenborg mit dem schönen Satz, alles gerät ihm zum Zeichen. Das ist sozusagen die andere Seite von der Synchronizität. Aber zunächst mal ist es eben sehr gut möglich, dass auf dem Wege der Synchronizität tatsächlich Botschaften zu uns rüberkommen von Dingen, die mit dem, was wir gerade denken, tun oder was uns widerfährt, zusammenhängen.
Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele, die der Jung erlebt hat. Der Jung zum Beispiel, nachdem er also aufmerksam geworden ist, stellt er fest, er hat ein blaues Kleid bestellt für eine Festivität für seine Frau und es wird ein schwarzes Kleid geliefert. Gleichzeitig kriegt er die Botschaft, dass in der nahen Verwandtschaft jemand gestorben ist. Das ist für ihn also ein Zeichen von Synchronizität, dass da, was weiß ich wie, sicher nicht über Kausalität, jedenfalls die Schneiderei in irgendeiner Form halt ein schwarzes Kleid geliefert hat. Niemand weiß warum und das kann man auch nicht aufklären darum. Aber das Phänomen war für ihn klar und er nannte das eben dann schließlich die Synchrone, das synchrone Ereignisse. Ein anderes, sehr bedeutsames, das ist die Sache mit dem Skarabäus. Sie wissen ja, der Skarabäus ist ein ägyptischer Käfer, der in allen möglichen vorkommt. Ich muss gerade mal gucken, wo das ist. Es war eine Patientin Jungs, deren Animus, weiß jeder, was der Animus ist? Animus ist Gegensatz zu Anima. Der Mann hat nach Jung eine Anima-Seele oder sowas ähnliches. Seele kann man nicht so recht sagen. Aber die Frau hat eben einen Animus, das heißt den männlichen. Das ist der männliche Aspekt, die weibliche Entsprechung zur Anima des Mannes. Also diese Frau, die litt an einer hartnäckig rationalistischen Weltsicht. Da hielt sie dran fest. Bevor sie zu Jung kam, war sie bereits bei zwei Analytikern gewesen. Auch er konnte anfangs keine Fortschritte vorweisen, bis sie ihm eines Tages von einem Traum erzählte, in dem ein Skarabäus vorkam. Im gleichen Augenblick hörte Jung, wie etwas leise an sein Fenster klopfte. Er öffnete schnell das Fenster und ein Insekt flog herein. Jung fing es und stellte fest, dass es zur Skarabäus-Familie gehörte. Für Jung war dies kein Zufall, sondern eine sinngemäße Koinzidenz. Eine sinngemäße Koinzidenz. Die Patientin war verstört wegen des Traums Skarabäus gewesen, sodass das unerwartete Auftauchen eines wirklichen Käfers ihre hartnäckig rationalistische Einstellung vollkommen erschütterte. Der durchs Fenster hereingeflogene Skarabäus erlaubte ihrem Animus, die Ketten der Logik zu sprengen und sie auf den Weg der psychischen Erneuerung zu führen, was Jung angesichts des Skarabäus als ägyptisches Symbol der Wiedergeburt völlig angemessen fand. Das sind zwei Beispiele von Jung, jetzt kommen zwei Beispiele von Pauli. Das eine Beispiel ist sehr lustig. Pauli sitzt also im Café in Zürich und draußen vor dem Fenster parkt ein ziemlich großes Auto. Ein Luxusauto, heute würde man sagen, ein SUV parkt da. Und dann merkt der Pauli, wie bei ihm eine Spannung so beginnt und hochsteigt und immer deutlicher wird, bis er schließlich das kaum noch aushält. Und in dem Augenblick geht draußen das Auto in Flammen auf. Das war für Jung, das war für Pauli nun wirklich eine Koinzidenz, die er definitiv gespürt hat und die für ihn ganz klar war. Kann man natürlich jetzt fragen, also so als Laie kann man fragen, was ist da passiert? Hat er das Ding angezündet oder was? Oder ist es halt explodiert und der Jung hat es vorher gemerkt? War er vielleicht in dem Feld? War er auch gefährdet? Und hat sein Inneres ihn gewarnt? Egal wie Sie es sehen und wie rum Sie es drehen, Sie können keine Kausalität herkriegen, mit der das richtig beschrieben wird. Es geht einfach nicht. Die zweite Geschichte. Also da gibt es viele Geschichten von Pauli, weil der Pauli war dann schließlich berüchtigt unter den ganzen Physikern. Da gab es den sogenannten Pauli-Effekt. Wenn der irgendwo aufgetaucht ist, dann sind meistens die Apparate kaputt gegangen von den Physikern, sodass dann die Physiker dazu, seine Kollegen dazu übergegangen sind, ihn nicht mehr in ihre Labors zu lassen. Da weiß man natürlich nicht, was das eigentlich ist, eine Kausalität in dem Sinn, wie wir so Kausalität verstehen, war das sicher auch nicht. Aber eine Sache war ganz bemerkenswert.
Da haben sie in Göttingen mal 2 Jahre lang einen Versuch aufgebaut und waren kurz vor der Vollendung und Darstellung, dass das nun durchgeführt wird, dieses Experiment. Und plötzlich geht die ganze Anlage in Flammen auf. Dann untersuchen sie das und finden nirgendwo einen Fehler, den sie gemacht hätten. Bis schließlich einer auf die Idee kommt und fragt, das könnte doch der Pauli-Effekt sein. Und dann rufen sie in Zürich an und dann sagt die Sekretärin, guckt im Terminkalender nach und sagt, ja, der Pauli, der ist da nach Hamburg gefahren und in Göttingen hat er eine Stunde Aufenthalt gehabt. Und es war um so und so viel Uhr, es war eine Stunde Aufenthalt in Göttingen und da ist die Anlage hochgegangen. Was will man dazu sagen? Ne? Was will man dazu sagen? Aber jetzt nochmal eine Junggeschichte. Das andere betraf die Frau eines Patienten von Jung. Sie erzählte ihm, dass beim Tod ihrer Mutter und ihrer Großmutter sich jedes Mal ein Vogelschwarm vor dem Fenster des Sterbezimmers versammelt habe. Einige Zeit später stellte Jung fest, dass ihr Mann Symptome eines drohenden Herzproblems zeigte und riet ihm deshalb, einen Spezialisten zu konsultieren. Der konnte jedoch nichts Besorgniserregendes finden. Auf dem Heimweg vom Spezialisten brach der Mann auf der Straße zusammen. Bald nachdem der Mann zum Arzt gegangen war, hatte sich ein Vogelschwarm auf seinem Haus niedergelassen. Seine Frau erkannte dies sofort als ein Zeichen für den drohenden Tod ihres Mannes. Jung wies darauf hin, dass im babylonischen Hades die Seelen mit Federn geschmückt waren und im alten Ägypten die Seele als Vogel betrachtet wurde. Es war ein Beispiel für einen psychischen Zustand, der mit einem entsprechenden, noch nicht eingetroffenen zukünftigen Ereignis zusammenfiel oder koinzidierte. So, das sind die verschiedenen wundersamen Geschichten. Und man würde die und hat die auch überhaupt nicht beachtet früher. Das lief halt alles unter Zufälle und Hellseherei und uninteressant und so weiter. Spinnerei jenseits von unserer klassischen Welt angesiedelt. Also damit kann man eigentlich nichts anfangen. Aber inzwischen ist zwischen Jung und Pauli doch die Definition gereift für den Begriff der Synchronizität. Und diese Definition heißt, es handelt sich um nicht-kausale, durch gemeinsamen Sinn verbundene Vorgänge. Da kommt also der Sinn wieder zum Tragen, den ich schon mal in einem der letzten Vorträge ausführlich auseinandergenommen habe und der in neuerer Zeit sehr bedeutsam wird in der allgemeinen Weltsicht. Also, nicht kausal durch gemeinsamen Sinn verbundene Vorgänge. Nun passiert in der Physik ja ungefähr dasselbe um diese Zeit, nämlich in den 20er Jahren, kommt der Niels Bohr zur Ansicht, dass die Darstellungen der Physik in Raum und Zeit einerseits und Kausalität andererseits komplementär sind, sich aber gegenseitig ausschließen. Da wird es natürlich jetzt komplizierter, weil das, was die Physiker sagen, das nimmt man ja immer sehr ernst. Und da ist es aber definitiv so, dass die Physiker auch Schwierigkeiten mit der Kausalität bekommen haben und mit dem Verhältnis von Raum und Zeit. Die Unschärferelation, die teilnehmende Beobachtung und die Ungewissheiten über Ort und Zeit hat dazu geführt, dass die Physiker sich ganz in die Statistik zurückgezogen haben und nur noch Wahrscheinlichkeiten bearbeiten. Und an die Stelle, das muss man sich alles verstehen, weil das ist halt Physik, verstehe das auch nicht, aber ich klapper da ein paar Sachen nach, die ich halt auch gelesen habe. Ne? Anstelle der Kausalität müssen die Quantenphysiker ein anderes Prinzip setzen und dieses Prinzip ist die Erhaltung von Energie und Impuls. Das steht anstelle von Kausalität. Und mit dieser Erhaltung von Energie und Impuls können Sie ausrechnen, wohin Sie Ihre Apparate stellen müssen, wenn Sie die Photonen und Elektronen in Ihren Experimenten überhaupt noch erwischen wollen.
Also da gibt es eine Möglichkeit, aber das heißt noch nicht, dass diese Wellen und so weiter Funktion dann funktioniert. Also in der Physik dasselbe wie eben auch dort, nur von der anderen Seite. Von der anderen Seite meine ich, von der Seite, wo man also nun gar nichts, von der man ja gar nichts gehalten hat, von da kommt die Definition, Kausalität ist es nicht, aber es ist irgendwas mit Sinn. Und auf der anderen Seite kommt von der Physik, von denen man ja alles gehalten hat, kommt ja die Kausalität, die hilft uns nicht mehr weiter in der Quantenphysik. Und die Quantenphysik, wissen Sie ja, ohne die Quantenphysik hätten wir etliche Apparate nicht. Wir bauen bereits nach quantenphysikalischen Methoden Apparate. Schon länger abgesehen von Atombomben, nicht? Das war ja eben die Atombombe. Ja. So, und daraus ergibt sich dann der schöne Satz, dass Synchronizitäten nur verständlich sind, wenn man Geist und Materie, also Geist und Materie, als zwei Aspekte eines einzigen Ganzen behandelt. Behandelt, weil es Physiker sind, ja? Dieses Behandeln und auch die Psychologen, Tiefenpsychologen müssen dieses Material in irgendeiner Form bearbeiten und behandeln. Ich lese nochmal vor, Synchronizitäten sind nur verständlich, wenn man Geist und Materie als zwei Aspekte eines einzigen Ganzen, einer Welt dahinter sozusagen, behandelt. Also nicht diese Teilwelt, in der wir leben, sondern die Welt als Ganzes. Der Jung hat dazu einen schönen alten Begriff ausgegraben, nämlich der Unus Mundus, die eine Welt. Sie ist einfach ganz und eins. Und Pauli hat dazu beigesteuert, die Quantenwelt ist auch ganz und eins. Das ist bisher eigentlich nicht so rübergekommen in den ganzen Schriften, die man so liest über das Quanten, über die Quantenmechanik und so weiter, über die populärwissenschaftlichen Dinge. Für mehr reicht es bei mir dann natürlich auch nicht. Wenn ich schon die Formeln sehe, da graust es mir. Aber definitiv, der Aspekt ist nicht so durchgekommen, dass dahinter eine ganzheitliche Welt steht. Die Quantenwelt ist eine ganzheitliche Welt, so wie der Unus Mundus vom Pauli, so wie das Tao bei den Chinesen, so wie die eine Welt vom Parmenides und wie die eine Welt von den Vorsokratikern überhaupt, die von Platon dann und Aristoteles weiter bearbeitet wurde. Erst durch die Messung, wenn die Quantenphysiker was messen, erst dann zerfällt mit der Messung die Welt in unsere Welt und die andere Welt, die bleibt für sich bestehen. Und dieses Ding nennt man den Heisenbergschen Schnitt. Das heißt, die haben da schon drüber nachgedacht, aber das ist halt nicht so direkt publiziert worden immer. Aber der Heisenbergsche Schnitt besteht darin, dass mit der Messung sich sozusagen die Materie oder das, was hinter der Materie in dieser anderen Welt als Einheitliches ist, sich entscheidet, jetzt so sichtbar zu werden, zum Beispiel als Partikel. Kann man das verstehen? Schwierig, ne? Aber mein Gott, wir müssen es einfach glauben. Ich meine, die Physiker verwenden nicht umsonst das Wort Heisenbergscher Schnitt. Und die Alltagserfahrung, das ist das, was für uns interessant ist. Die Alltagserfahrung lehrt uns natürlich auch, dass es zwischen Geist und Materie, zwischen Geist und Körper jetzt nicht den großen Unterschied gibt. Auch wenn wir uns bemühen, den Geist extra zu untersuchen und den Körper extra zu untersuchen. Wenn ich das Bedürfnis habe, wenn mein Geist erkennt, ich will das und das, dann mache ich das und dann ist doch alles beieinander. Sozusagen. Wir sind, jeder Mensch ist für sich ein Holon, das heißt, jeder ist für sich ein ganzheitliches, auch wiederum, was man daran merkt, dass zum Beispiel bei einer Wundheilung, wenn wir eine Wunde haben, dass die vielen, vielen Systeme im Körper sich alle ausrichten in die Richtung, dass diese Wunde im Sinne der Ganzheit des Körpers wiederhergestellt wird.
dass der Körper wiederhergestellt wird. Und das bezeichnen einige moderne Biologen als eine auf der Quantenebene stattfindende Vektorausrichtung. Die Vektoren sind die Pfeile, mit denen die Quantenphysiker bezeichnen, wohin die Impulse laufen. Schwierig, ich kann es nicht deutlicher oder länger sagen, ihr müsst dann was lesen halt oder so. Und dann wird es auch nicht besser. Egal, aber aus der Alltagserfahrung, unserer Alltagserfahrung, hätte man niemals die moderne Wissenschaft entwickeln können. Auch nicht die Wissenschaft, die Maschinen gebaut hat, klassische Maschinen. Das geht nicht. Das wissen wir ja. Die Alltagserfahrung hat nicht dazu geführt, dass zum Beispiel wirklich effiziente Maschinen gebaut wurden in der Antike. Da gibt es schon wunderbare Sachen und so weiter, ein paar Hebelgesetzgeschichten, da gibt es das griechische Feuer und so weiter. Aber richtig Maschinenbau, das wissen wir ganz genau, das hat erst im 16., 17. Jahrhundert angefangen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert? Es geht ja um unsere Vorstellungswelt, es ist ja die Welt unserer Vorstellung. Also diese Welt, in der wir uns bewegen, ist unsere Vorstellung, also wie Schopenhauer das eben auch sagt. Es ist nicht die Welt, die wahrhaftige Welt, denn die ist dahinter, aber die Welt als Vorstellung, in der arbeiten wir, und wenn wir Glück haben, dann können wir da auch was bewirken. Aber wir müssen auch schon die richtige Sichtweise für diese Welt haben, wenn wir Maschinen bauen wollen. Und da gibt es nun auch einen Schnitt, und das ist der kartesianische Schnitt. Der kartesianische Schnitt hat auch im 17. Jahrhundert stattgefunden. Und das ist ganz einfach diese Umstellung, diese gewaltige Umstellung unseres gesamten Denkens und unserer Vorstellung von der Welt durch Descartes. Der hat selber natürlich nicht gewusst, was er da lostritt. Der war ein gläubiger Mensch, er hat es in der Meditation entwickelt, dieses Bild. Aber es war schon sehr logisch, was damals passiert ist. Denn damals hatte man doch schon angefangen, so Uhren zu bauen und so kleinere Maschinen und so weiter. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass man den Eindruck hatte, dass alles, was materiell ist, also womit man Maschinen baut, und so, dass das alles grob ist, grobstofflich. Dass man grob ist, also Zahnräder und so, große Zahnräder oder Gewichte, Gegengewichte am Brunnen, wenn man Gegengewicht hat, bei der Uhr Gewichte. Und da kann man schon drauf kommen, dass das was ganz anderes ist als das Denken. Denn das Denken geht blitzschnell und man hat auch mit 5 Prinzipien hat man schon erfasst, wie die Zahnräder gehen und wie die Hebelgesetze gehen. Also das Denken geht blitzschnell und ist ganz leicht und kann doch tatsächlich eigentlich eine andere Welt sein. Selbst bei den raffiniertesten Maschinen war es damals zu sehen, dass sie mit einem System von Zahnrädern, Hebeln, Federn, Reglern und Gegengewichten, die sich alle mechanisch bewegten und ihre Bewegung ständig wiederholten, zugingen. Eine Schweizer Uhr oder eine damalige Maschine können durch einige wenige einfache Gesetze und Grundsätze und damit Gedanken erklärt werden. Im Gegensatz dazu bewegt sich der Geist mit außerordentlicher Subtilität, also Feinheit, und Geschwindigkeit, sodass seine Arbeitsweise offenbar einer anderen Ordnung angehört als die Materie. Das war eigentlich die Erkenntnis von Descartes. Und es ist doch sehr logisch, ich meine, wir denken heute ja ganz genauso. Aber wir haben inzwischen die Materie so genau untersucht, dass wir eben auch die Feinheiten der Materie nur im Blick kriegen. Und da sehen wir, das sind Feinheiten in der Quantenphysik, also in den atomaren Bereichen, dass es da ganz genauso zugeht wie in unserem Geist, wie in unserem Gehirn. Aber zu der Zeit im 17. Jahrhundert wurde dieser Schnitt gemacht, analog zum Heisenbergschen Schnitt. Analog zum Heisenbergschen, der kartesianische Schnitt. Und er hat es dann zusammengebracht in der wahnsinnig tollen Formel Res Cogitans, die denkende Sache, die Sache, die denkt, und die Res Extensa, die Sache, die ausgedehnt ist. Und damit war es passiert. Also die ganze Welt gehört zur ausgedehnten Sache. Unser Körper ist alles ausgedehnt, aber unser Denken ist nicht ausgedehnt. Es ist einfach die Res Cogitans.
Also das ist die Sache, wie unsere Welt umgestellt wurde. Erst zu dieser Zeit wurde unsere Welt umgestellt in diesen Bereich, dass wir sagen, der Geist beobachtet zum Beispiel die Materie. Erst seit der Zeit gibt es diese Beobachtung in dem Sinne. Und es ist ja das Prinzip der Quantenphysik, dass sie sagt, wir sind Teil dessen, was wir beobachten. Da wird der Schritt also wieder rückgängig gemacht, weil die Betrachtung der Materie dazu geführt hat, dass wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass die genauso fein ist und dass wenn wir diese feinen Dinge beobachten, dass wir dann als Beobachter teilnehmen an diesem Prozess und durch die Beobachtung die Materie sogar verändert wird, sodass wir uns nicht so ganz darauf verlassen können, was wir jeweils sehen. Wenn man nun diese Teilung gemacht hat, also diese Teilung in Geist und Materie, also res cogitans, res extensa, wie der Descartes eingeführt hat im 17. Jahrhundert, und damit ist ja die ganze Technik explodiert, weil damit war plötzlich klar, dass wir nicht mehr teilnehmen an unserem Experiment, wie die Alchemisten noch geglaubt haben. Die Alchemisten noch kurz vorher, die haben selbstverständlich angenommen, dass in der Materie ein Geist wohnt oder Geister wohnen oder dass sie belebt ist und dass man diesen Geist in irgendeiner Form berücksichtigen muss, nämlich dass man mit ihm Kontakt aufnehmen muss, dass man ihn beschwören muss, dass man beten muss, dass Gott dabei sein muss, wenn man etwas machen will, wenn man zum Beispiel Elemente ineinander umwandeln will, dann kann man es nicht vernachlässigen, dass da einer drin wohnt und dass das Ding belebt ist. Aber durch den kartesianischen Schnitt ist es halt dann so, dass man das durchaus vernachlässigen kann. Denn ein Zahnrad dreht sich einfach und ein Geist guckt das Zahnrad an und er dreht sich, das Zahnrad dreht sich genauso weiter, wenn der Geist dahin guckt. Also diese Unterscheidung zwischen grob und fein, die im 16., 17. Jahrhundert von Descartes dann gemacht worden ist, die hat dazu geführt, dass sozusagen aus der alten mittelalterlichen Welt, die letztlich noch einheitlich und nicht dualistisch war, weitgehend nicht dualistisch, gibt es natürlich Sonderformen, aber die nicht dualistisch war, dass wir da erst richtig sauber in die dualistische Welt reingekommen sind, Geist und Materie, Beobachter und Beobachtetes. Und es ist ja heute noch so, es interessiert uns ja gar nicht, wenn wir die Welt ausbeuten bis zum geht nicht mehr oder was wir alles mit der Erde machen, weil es ist uns wurscht, wir gucken einfach zu und wir sehen, wir machen das und wir graben die Bodenschätze aus und machen, ja, das hält die schon alles aus. Dabei, da muss man es doch spätestens merken, dass wir nicht einfach nur Beobachter sind, wenn wir sowas machen. Aber nun hat das natürlich auch seine Folgen, wenn man dann denkt, zum Beispiel, wenn alles in der Welt von kausalen und deterministischen Gesetzen beherrscht wird, auch zum Beispiel die Nerven, wird auch natürlich nach diesem Weltbild von deterministischen und kausalen Gesetzen beherrscht. Da gibt es ja keine Ausnahme. Dann fragt man sich, wo nimmt der Geist seine Handlungsfreiheit her? Wie kann es sein, dass ich noch frei handeln kann mit meinem Körper? Geht ja gar nicht. Also ich meine, theoretisch geht es nicht, praktisch geht es natürlich. Aber in der Theorie, wenn man das durchdenkt, wenn ein Wissenschaftler das durchdenkt, kann er das nicht. Sir John Eccles zum Beispiel hat dann im Gehirn eine Schnittstelle angenommen. Sehr modern, Computerschnittstelle, wissen wir genau. Es ist da, wo man den Stöpsel reintut und wo halt das Interface ist und wo dann zum Schluss tatsächlich irgendwie der Drucker läuft. Ne? Das ist eine Schnittstelle. Und so hat er sich halt vorgestellt, muss im Gehirn irgendwo eine Schnittstelle sein, wo der Geist halt dahin geht und diese Schnittstelle bedient und da irgendwas durchschickt. Aber das Bild hat sich natürlich überhaupt nicht durchgesetzt, weil das ist eigentlich nicht haltbar. Wie man es auch macht, es geht nicht. In dieser klassischen Betrachtung. Aber wo es eventuell gehen könnte, das ist in der Quantenwelt. Denn die Quantenwelt, wie wir wissen, ist ja undeterministisch und akausal, nicht kausal. Wir wissen also nicht, was da eigentlich zugeht und wie es dazugeht. Und wir wissen auch nicht,
wie der Geist sich da drin verhält, ob er sich verhält und was er da tut. Aber wir können so allerlei feststellen, und da gibt es eben die Frage, ob vielleicht der Wille, den auch der Schopenhauer sehr stark herausgesetzt hat, ob der vielleicht die Wahrscheinlichkeit von Quantenereignissen verschiebt, statistisch. Und da gibt es nun seltsame Forschungsergebnisse. Zum Beispiel eine Zelle braucht Hämoglobin. Hämoglobin ist ein Stoff, der müsste sich nun aus der Quantenwelt oder durch Umwandlung von Materie, müsste sich das Hämoglobin herstellen, aber das Hämoglobin stellt sich nicht von alleine her, und zwar deswegen, weil es statistisch so unwahrscheinlich ist, dass dieses komplizierte Molekül und dieser komplizierte Stoff sich herstellt, dass es einfach aussichtslos ist, wenn nicht jemand auf der anderen Seite dran zieht und dafür sorgt, dass dieses Hämoglobin entsteht, und das tut die Zelle. Warum? Wir sehen es ja, die Zelle tut es einfach. Wir wissen ja nicht, wie sie es tut. Aber wir können davon ausgehen, dass dieses übergeordnete Prinzip Zelle, was Lebendiges, dass die also in irgendeiner Art dafür sorgt, dass sie selbst nicht untergeht. Das ist ja das Wesen des Lebendigen, dass es also dafür sorgt, dass es genährt wird. Und diese Art von Nahrung und Sorge kann man mit dem Schopenhauerschen Willen bezeichnen. Früher hätte man Gott dazu gesagt, aber Schopenhauer hat ja Gott durch den Willen ersetzt, und zwar durch den nicht bewussten Willen, und dadurch hat er das sogenannte Theodizee-Problem gelöst. Kennen Sie das? Das Theodizee-Problem ist das Problem, wenn Sie einen Gott haben, der bewusst ist, wenigstens so wie ein Mensch, dann fragen Sie sich natürlich, wie kommt das Böse in die Welt, wenn der Gott gut ist? Das ist das Theodizee-Problem. Das brauchen Sie natürlich nicht mehr zu lösen, wenn man so einen raffinierten Schnitt tut, wie der Schopenhauer getan hat, und sagt, ja, das ist der Wille, mit dem funktioniert das auch. Und der Wille weiß gar nicht, was er tut, und die Bösen wollen halt genauso wie die Guten und so weiter und so weiter. Also, der Wille. Und erstaunlicherweise ist dieses Prinzip aber bis in die Quantenphysik hineingetragen worden, und zwar von mehreren Physikern. Der eine ist der Burkhard Heim. Burkhard Heim war ein Assistent von Weizsäcker oder Mitarbeiter von Weizsäcker, hat früh für die deutsche Kriegsindustrie Sprengstoffe produziert und ist dabei furchtbar verletzt worden, war dann taub und fast blind und hat beide Hände verloren, war aber trotzdem immer noch ein guter Physiker und hat das alles in seinem Gehirn irgendwie erledigen müssen. Und er kam eben zu der Idee, dass tatsächlich die lebenden Einheiten, Pflanzen, Zellen, alles was lebt, dass die, sagen wir mal, ein Feld um sich haben, ein Willensfeld, was ihr eigenes Überleben fördert. Daheim. Aber er ist nicht der Einzige. Der Paul Wigner, auch ein Physiker, der hat sogar einen Nobelpreis bekommen, und von Neumann, sind auch dieser Meinung, dass der Wille die Wahrscheinlichkeit der Quantenereignisse beeinflusst. Und der Wigner sagt sogar ganz konkret, das ist natürlich auch nicht anerkannt von den Klassikern, also von denen, die CERN bauen und solche Sachen, der sagt ganz klar, dass der Wille des Forschers, jetzt was zu messen, bereits das Wellenfeld zum Zusammenbruch bringt. Und dass dann schon der Heisenbergsche Schnitt entsteht, sodass dann die Welten auseinanderfallen und es wird messbar. Allein dadurch, dass der Forscher das will, sagt der Wigner. Und der alte Heisenberg, ich meine der alte Heisenberg, kurz vor seinem Tod, das ist ja immer so eine Sache, wenn die Leute alt werden, dann kommen sie auf andere Gedanken oftmals. Und wenn sie pensioniert werden, kommen die Leute auch auf andere Gedanken. Und hört man so viele kritische Vorträge von ehemaligen Siemens-Managern, was sie nicht alles da hätten anders machen sollen. Aber das hätten sie halt machen sollen, während sie drin waren, nicht jetzt, wo sie dann draußen sind. Aber der alte Heisenberg, der war ja sozusagen nie draußen. Er hat es kontinuierlich weiterentwickelt, und er hat dann kurz vor seinem Tod dann wirklich noch gesagt,
und zu Protokoll gegeben, dass er nicht glaubt, dass die Korpuskel eigentlich das Letzte sind in der Quantenmechanik und überhaupt in der Welt, sondern dass es nur die Symmetrien sind. Die Symmetrien. Dass also bereits in dieser anderen Welt, noch in dem Unus Mundus, bereits Symmetrien drin sind. Und diese Symmetrien, die zeigen sich unter anderem in Archetypen, die dann in unsere Welt herüberreichen und als Archetypen hier etwas anderes produzieren. Also Symmetrien. Was sind Symmetrien eigentlich? Das ist ja nun wirklich sozusagen gar nichts mehr. Das ist eigentlich eine Idee. Und das Erstaunliche ist, dass wir damit in die platonische Welt reinkommen von den Ideen. Also mit den Worten vom Heisenberg, von dem es immerhin das Wort Heisenbergscher Schnitt gibt, der ganz genau wusste, dass es jene andere Welt, die Tao-Welt gibt und diese Welt und dass man da einen Schnitt hat. Und er hat gesagt, die Ursache von diesem Schnitt ist nicht etwa, dass es da Partikel gibt und dass es da Wellen gibt und so weiter, sondern das ist die Symmetrie. Und die Symmetrie ist schon in der anderen Welt. Und wenn wir ein solches Experiment machen, dann brechen wir die Symmetrie. Das ist seine Aussage. Und wir liegen da also nun wirklich ganz in den alten Ideen. Schon die Vorsokratiker hatten das Wort Entelechie entwickelt und Aristoteles hat es dann weiterentwickelt. Die alten platonischen Ideen sind es, die immer wieder zum Tragen kommen und die anscheinend jetzt eine Renaissance erleben. Denn der Pauli hat zum Beispiel gesagt, also ich bin jedenfalls noch ein besserer Platoniker wie alle diese Leute vom Jung-Institut. Hat er sich mal erlaubt zu sagen, weil er da anscheinend noch, ja, da hat es ja elegante Formulierungen gehabt, wenn es darum ging, Dinge fein und ironisch auszudrücken. Also jedenfalls, der Pauli ist ein ganz strenger Platoniker und das heißt, dass er davon ausgeht, dass in dieser anderen Welt schon durchaus Ideen sind. Und ich habe das ja mal vorgetragen, wie der Platon das darstellt, dass also die Seelen der Menschen, bevor sie inkarnieren, in dieser Welt zu Hause sind und sich anschauen, diese Ideen, und dann schließlich geboren werden. Und dann haben sie diese Ideen eigentlich drin. Und dann verwirklichen sie diese Ideen. Und es kann eben sein, dass ein Mensch mit einer ganz bestimmten Idee auf die Welt kommt und dass er diese Idee dann umsetzen will und muss. Und das wiederum ist genau das, was man mit dem Wort Entelechie bezeichnet. Entelechie ist, das heißt, das ist griechisch, heißt Entelos Echein und das heißt, er hat sein Ziel drin. Es hat sein Ziel drin. Entelechie. Und die Entelechie ist bereits auf dieser Seite der Welt, also nicht auf der Tao-Seite, sondern auf dieser Seite der Welt, in der konkreten Sache, in der konkreten Pflanze, im Tier und im Menschen, ist diese Entelechie das Ziel dieses Teilchens ist schon drin. Und das heißt, dasselbe Wort heißt Energia. Das heißt, in der Materie ist bereits diese Energie drin, die zum Ziel führt. Und der Aristoteles hat daraus ja dann auch das gemacht, was man auf Lateinisch Causa Finalis nennt. Das heißt, die Causa, die Ursache, die vom Ziel her zieht. Die vom Ziel her zieht. Die also nicht hinten schiebt, wie die mechanische Vorstellung ist, wie unsere Kausalitätsvorstellungen sind. Und das war ja auch eine Sache, die der Descartes ganz präzise abgeschafft hat. Er musste es abschaffen, sonst wäre das alles nicht gegangen, was er da vorgeschlagen hat mit der Res Extensa und mit der... Er musste es abschaffen und er hat die Causa Finalis definitiv abgeschafft. Sodass wir heute, wir haben ja einen eindimensionalen Kausalitätsbegriff, mit dem man wunderbar Autos produzieren kann, aber schon nicht mehr Navis. Schon nicht mehr Navis und schon gar nicht mehr die feineren Sachen und schon auch nicht mehr Atombomben. Können Sie damit nicht konstruieren. Das ist also die Causa Finalis und Sie wissen ja, die, oder Sie wissen es vielleicht auch nicht,
die antike Welt sieht ja so aus, und auch das ganze Mittelalter hat man das ja durchgetragen, den Unterschied zwischen Akt und Potenz. Actus und Potentia. Und auf Griechisch war das der Unterschied zwischen Energia oder Entelechia und Dynamis. Und die Dynamis ist die Potenz, die in jemand drinsteckt, die Möglichkeit, die in jemand drinsteckt, die in einer Sache drinsteckt. Und das Actus ist die Verwirklichung. Eine Möglichkeit muss nicht zur Verwirklichung kommen, aber sie kann zur Verwirklichung kommen. Und wenn sie zur Verwirklichung kommt, dann ist sie in der Sache drin, im Sinne von Entelechie. Das heißt, da ist ein Ziel dann in der Sache drin und das Ziel zieht dahin. Und man sieht das im Lebenslauf von vielen Menschen, dass da ein Ziel drin ist und man kann das gar nicht erkennen, und irgendwie nach 30, 50 Jahren kommt das Ziel plötzlich raus und man sieht, was da gemeint war. Und zwischendrin hat sich an den Leuten das Bildungssystem abgearbeitet. Und nun ist es so, dass in unserer Welt die Entelechie nicht über die Logik gefunden werden kann oder erarbeitet werden kann. Es geht einfach nicht. Das Ziel, das in allem ist, verwirklicht sich über die Intuition. Über die Intuition. Mal schauen, ob ich das so ohne weiteres finde. Von Pauli, der hat ja nun wirklich den, wissen Sie ja, was das für einer ist. Alle folgerichtigen Denker kommen zu dem Ergebnis, dass die reine Logik nicht imstand ist, eine solche Verbindung zu konstruieren. Also mit dem Ziel, was in einem Menschen ist. Es muss immer über Intuition gehen, entweder dass er selbst das merkt oder dass die Pflanze das weiß. Die Pflanze weiß es natürlich nicht, aber die Pflanze weiß, wie sie wachsen muss. Und sie hat das Ziel und das Programm in sich. Und Pauli sagt dann, es gibt eine unserer Willkür entzogene Ordnung des Kosmos, die von unserer Welt der Erscheinungen verschieden ist. Das könnte auch wirklich vom Schopenhauer sein oder auch von Platon. Und das ist nun ein ganz moderner Physiker mit Nobelpreis, Ausstattung und dergleichen. Nun ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, wie denn das eigentlich passieren kann. Und jetzt habe ich Ihnen mal, schlage ich Ihnen mal vor, wir machen mal ein denkerisches Experiment, wie man das auch schon im Mittelalter mal gemacht hat. Das ist eine Flächenwelt, was ich da darstelle. Also ein so ein Quadrat ist die immer die gesamte Flächenwelt. Und die Flächenwelt ist also so, die ist natürlich zweidimensional, da gibt es nur Fläche, gibt es keinen Raum. Und die Menschen, die da leben, sind halt flach. Und wenn sie umeinander rumgehen wollen, können sie nicht in den Raum ausweichen, so wie wir. Und sie können auch nicht in die Zeit ausweichen, sondern sie können nur so ausweichen. Flächig. Ist das ungefähr klar? Flächenwelt, ja. Ist auch ein berühmtes Beispiel, ist schon oft in der Literatur genannt worden. Jetzt stellen wir uns mal vor, in dieser Flächenwelt erscheint eines Tages ein Ereignis. Plötzlich ist sowas da, undurchdringlich, das habe ich jetzt nicht so gezeichnet, aber es ist einfach da. Und Sie beobachten das und Sie sehen, dass sich das Ding teilt nach einer Weile und so auseinander geht. Und dann fragen Sie sich ja, jetzt sind es zwei Ereignisse, haben die was miteinander zu tun? Sie kommen ja immerhin von demselben Ereignis her. Und dann werden es plötzlich drei Ereignisse und die sehen ein bisschen anders aus wieder. Hat es jetzt damit was zu tun? Wird alles genau beobachtet, wird alles genau vermessen in dieser Welt und man macht sich schwere Gedanken darüber und weiß plötzlich, dass irgendwas in der Welt passiert, was man nicht erklären kann mit den bisherigen Methoden. Und dann schließlich sind es wieder zwei und dann ist die Erscheinung weg. Und es ist die Frage, was ist da passiert? Und ich bringe das Beispiel, das ist dann schon irgendwie seltsam, aber ich bringe das deswegen,
Weil in den 20er Jahren war das in unserer Welt genau das Problem, wenn auch drei- und vierdimensional, wenn auch also räumlich und zeitlich, war das genau unser Problem, nämlich, dass man in höheren Dimensionen, wo vermutlich die Synchronizität angesiedelt ist, wo diese Zusammenhänge angesiedelt sind, in anderen Dimensionen, die uns nicht zugänglich sind, und wo man auch hin musste, wenn man eine Atombombe bauen wollte und wenn man Quantenphysik betreiben wollte. Da musste man also einsehen, dass man mit den bisherigen Methoden nicht weiterkam. Und ich rede sowohl von den 20er Jahren als auch von dieser Welt, von dieser Flächenwelt. Weil die Wissenschaftler in dieser Flächenwelt und in unserer Welt haben genau das Gleiche erleben müssen. 1923 musste man einsehen, dass es für die Phänomene, die über die klassische Physik hinausgingen, keine anschauliche Lösung geben kann. Anschaulich, man kann es also nicht mehr verstehen. Niemand konnte wissen, ob es eine mathematische oder symbolische Sprache geben könnte, die die Phänomene erklären könnte. Hat man damals nicht gewusst. Und die Physiker, der Pauli zum Beispiel, hat eine echte Lebenskrise gekriegt, weil er nicht gewusst hat, wie das weitergeht. Und er wusste aber, dass es eben diese Phänomene gibt und er wollte sie erklären. Wir wissen heute, dass es so kam, dass eine neue Physik entworfen werden konnte, die Quantenphysik, die von Funktionen handelt, die unanschauliche Größen in unanschaulichen Räumen repräsentieren und mit denen wir auch Apparate bauen können. Pauli hat für diese Leistung hat er den Nobelpreis erhalten. Dasselbe in der Quantenwelt, genau 1:1 in der Quantenwelt, in der Flächenwelt. Die können sich jetzt ausrechnen mit mathematischen Methoden. Genau das, was da passiert ist, können sie mathematisch umschreiben, können sagen, da ist was durch unsere Flächenwelt durchgegangen und wir wissen, dass es eben die drei Dinge gemacht hat und mehr wissen wir nicht, aber man kann eben das mathematisch und in der symbolischen Sprache vielleicht formulieren. Jetzt sind wir in der Situation in der dreidimensionalen Welt, dass ich Ihnen das auflösen kann, was da durchgegangen ist. Das zeige ich Ihnen gleich. Was ich aber nicht zeigen kann, das ist, was für uns in der übergeordneten Welt durchgeht, wenn bei uns Synchronizitäten entstehen. Also, verstehen Sie, wie ich meine? Also, wir können jetzt aus unserer dreidimensionalen die Lösung hier locker sehen. Locker sehen. Wenn ich Ihnen zeige, jetzt wieder, was da passiert ist. Aber wir können nicht sehen, was in den oberen Dimensionen mit unserer Welt passiert, wenn eine Synchronizität durchkommt. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Da habe ich nämlich dieses kosmische Ding, was da durchgegangen ist, das habe ich Ihnen mitgebracht. Und Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben. Das ist eine Brezel. Also hier ist die Queransicht von der Flächenwelt. Ja? Die Brezel kommt also aus dem Kosmos angesegelt und zwar in dieser Form. Nicht so und nicht so und so, sondern so. Kommt sie angesegelt und sie zeigt jetzt hier erstmal dieses Gesicht. Ja? Dann kommt sie weiter runter und jetzt zeigt sie dieses da, diese beiden Teile. Und es hat sich natürlich entwickelt zwischendrin, müsste man eigentlich als Film zeigen. Dann geht sie weiter runter und hat jetzt da plötzlich die drei Aspekte. Ja? Und jetzt hat sie noch zwei Aspekte wieder und dann ist sie draußen aus der Flächenwelt. Sodass also diese kosmische Brezel, das können Sie sich dann so vorstellen, dass vielleicht irgendwo die olympischen Götter hier eine kosmische Brezel durchschicken, wenn jemand eine Synchronizität visualisiert und dass die dann in unheimliches Gelächter ausbrechen, weil ihnen das einfach sehr lustig vorkommt, wie die Leute sich mit Quantenphysik und so weiter und mit Synchronizitäten echt Probleme machen und wahnsinnige mathematische Formeln und Arbeiten da herrichten und Milliarden ausgeben für CERN. Dabei ist es einfach so, dass die olympischen Götter da eine kosmische Brezel durchgeschickt haben. Das ist dann alles. Und mehr kann ich zu der Synchronizität auch einfach gar nicht sagen.
ja, wir können ein bisschen drüber reden. Also die Frage nach Gott zum Beispiel wird da dann gestellt in so einem Umfang, in so einem Ding. Aber dadurch, dass wir über die Quantenmechanik jetzt zum Beispiel die nächsten zwei, drei Dimensionen aufgeklärt haben, oder nach Heim die nächsten 12 Dimensionen aufgeklärt haben. Der Heim bringt ein Modell, wo also das Informationsfeld unsere Welt steuert. Das heißt, jede Pflanze, jeder Mensch, jedes Tier nimmt aus dem Informationsfeld die Information, wie seine Zellen organisiert werden sollen, wie er die Nahrung umsetzen soll. Das ist das Informationsfeld. Das sind auch 4 Dimensionen, so hat er das entwickelt. Und das Informationsfeld wiederum hat eine Beziehung zum Geistfeld, das sind wiederum 4 Dimensionen. Das ist ganz nett. Also man kann das wissenschaftlich sicher so darstellen und das tun auch einige modernen Physiker, dass sie das so darstellen, aber die Frage nach Gott ist damit in keiner Weise geklärt, sondern der ist halt ein bisschen weiter weggerückt, das ist alles. Und beeinflusst vielleicht genauso alles. Und vielleicht lacht er ja auch. Obwohl man ja in diesem Geheimnis der Rose, wie ist es, glaube ich, dieses Buch von dem Italiener. Im Namen der Rose, ja. Da war ja dann schließlich die zentrale Aussage, die Frage, ob Jesus gelacht hat. Ne? Und er hat ja angeblich nie gelacht. Ne? Aber wenn man sowas sieht, dann kann man annehmen, dass die Götter vielleicht doch ab und zu mal lachen. Und irgendwie was. Da gibt es ein ganz fantastisches Buch drüber, das wird leider nicht mehr publiziert, das heißt Die vierte Dimension. Das liest sich auch für einen Laien sehr, sehr interessant. Ja, das wollte ich noch sagen. Wenn Sie sich da mal ohne schwere Probleme einarbeiten wollen, dann kaufen Sie sich dieses Buch, gibt es natürlich nur antiquarisch. Das heißt 137, das Buch. Und zwar ist das diese Zahl in der Physik, wo die Physiker darüber verzweifeln, diese Zahl kommt immer wieder raus und kein Mensch weiß, warum diese Zahl rauskommt. Das ist kein esoterisches Buch, das ist ein Buch, wo der Werdegang zwischen Pauli und Jung ganz explizit und mit vielen, vielen Beispielen beschrieben wird und ist auch relativ neu. Und wo man echt was davon hat, das Buch 137 also, kann ich Ihnen wirklich empfehlen, liest sich auch wie ein Kriminalroman eigentlich. Hat mir sehr viel weitergeholfen. Wie heißt der Verfasser? Ach, der Autor, ja. Arthur I. Miller. C.G. Jung, Wolfgang Pauli und die Suche nach der kosmischen Zahl. Bin ich gut in der Zeit, genau eine Stunde. Ich sag mal, in der Bedienung, dass sie abkassieren soll, sonst laufen sie davon. Aber wenn keine Beiträge sind, dann bleiben wir einfach noch. Sie haben gerade von dem Geheimnis der Rose, ich habe mal gelesen über Thomas von Aquin, dass die nie lachen konnte, wenn ein Witz erzählt wurde, weil er sofort den logischen Schnitzer durchschaut hat, der ihn dieses zum Lachen bringen erzeugt, weil jene Dummheit war. Aha. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, der Thomas von Aquin, ja. Der war nicht so lustig. Hat aber Entscheidendes geleistet zur Entwicklung dieser Welt. Und zwar, was war das? Es gibt ja viele Voraussetzungen, die man schaffen musste, von der Antike bis zu Descartes, damit Descartes überhaupt möglich wurde. Ja, genau, und da gehört dazu, dass man die Erkenntnis mal allgemein gemacht hat, dass der Mensch selbst denkt und selbst Erkenntnisse hat.
wohingegen man noch im 9. Jahr, das war im 12. Jahrhundert, 12. bis 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin, der hat es da publiziert und hat es auch durchgesetzt. Es war eine Diskussion, die ging ungefähr 200 Jahre alt, 200 Jahre lang. Vorher hat man geglaubt, dass entweder ein Weltgeist im Menschen denkt oder ein Engel im Menschen denkt. Und das ist ganz gesichert, das weiß man, also das weiß man von Literatur, das schreiben die Leute von damals, dass in ihnen ein Engel denkt. Und in der Antike gab es sogar noch eine extra Form, aktiv, Medium und passiv heißt so. Bei uns gibt es ja nur aktiv und passiv, bei den Römern auch nur aktiv und passiv. Aber im Griechischen, im Altgriechischen gibt es noch aktiv, Medium und passiv. Und in diesem Medium werden speziell diese Dinge behandelt, wo Götter aus Menschen sprechen oder wo Menschen Intuitionen haben oder wo sie eben ein Sprachrohr dienen. Zum Beispiel Channeling-Berichte heutzutage, die würde man im Altgriechischen im Medium schreiben. Aber aus Frauen konnte nach Thomas von Aquin kein Engel sprechen, keine Weisheit. Anscheinend hat er Frauen gehasst, weil die waren äußerlicher, der sie beschrieben, sehen sie zwar ansehnlich und meistens auch hübsch aus und so weiter und können das sehr verstecken und sehr mit viel bewirken, aber innerlich bestehen sie nur aus Schlangenbrut, Pestbeulen etc. etc. Naja, das ist natürlich klar. Das ist schon bezeichnend. Das war natürlich auch eine Voraussetzung, dass das Christentum die germanische und keltische Welt erobert hat. Und die germanische und keltische Welt, als die erobert wurde, hat man natürlich das aktive Befragen der Götter abschaffen, die Gottes abschaffen müssen, der Götter abschaffen müssen. Und die germanischen und keltischen Priesterinnen und Priester, die haben die Götter natürlich im Sinne von Orakeln aktiv befragt. Das ist mit den christlichen Gott und mit dem jüdischen Gott nicht zu machen. Und diese aktive Befragung heißt wähnen. Das heißt also, das ist die Frage, das ist das Fragepronomen zu ahnen. Wenn ich etwas ahne, das versteht ja jeder, wenn ich etwas ahne, wenn ich aber aktiv frage, dann wähne ich. Das hat natürlich inzwischen einen Bedeutungswandel gemacht. In unserer Welt ist das Wort wähnen natürlich von vornherein so, dass das eine Spinnerei ist, ist klar. Aber damals war das eine Fähigkeit besonders guter Priesterinnen und Priester, wähnen zu können. Und zwar deshalb, weil sie einen bestimmten Sinn hatten. Und dieser Sinn war der Wahnsinn. Und die Geschichte des Wahnsinns, die können Sie beim Foucault dann nachlesen, wie das in den Irrenhäusern zugeht. Und das ist natürlich eine Sache, die speziell mit den Frauen zusammenhängt, ja? Dass also der Wahnsinn nach wie vor im kollektiven Unbewussten ganz klar vorhanden ist, denn Sie wissen ja, jeder 18-Jährige sagt heutzutage, ist ja Wahnsinn. Aber was sagt er eigentlich damit? Man muss sich fragen, was sagt er eigentlich damit? Wo nimmt er denn das Wort her? Warum verwendet er denn das Wort Wahnsinn überhaupt? Das hängt mit dem kollektiven Unbewussten zusammen, weil das Wort Wahn ist eben völlig umgedeutet worden in der Geschichte. Ich habe es mal genauer verfolgt. Es gibt im 16. Jahrhundert gibt's noch eine positive Wendung von Wahn, und zwar in einem Doppelwort, so wie zum Beispiel Ross und Reiter. Sowas erhält sich natürlich immer noch ein paar Jahrhunderte. Und so gibt es das Wort bis ins 16. und 17. Jahrhundert hinein, ohn Wahn und Witzen. Das heißt also, wenn ein Mensch wird beschrieben, ohn Wahn und Witzen, das heißt ein blöder Mensch, er hat weder einen Wahn, also eine Ahnung, er kann nicht befragen, er kann den Kosmos nicht befragen und er hat keinen Witz, das ist ein anderes Wort für Geist. Also bis ins 16. Jahrhundert hat sich das erhalten. Also das Wort Wahn und Wahnsinn ist schon eine ganz besondere Geschichte. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand Wahnsinn sagt. Aber in gleicher Weise sagt man auch, das ist toll. Toll ist ganz genau das Gleiche. Und ich meine, jedes Mal, wenn ich gehe viel in den Wald spazieren und ich kenne verschiedene Orte von Tollkirschen. Und ich kenne auch Leute, die Experimente mit Tollkirschen gemacht haben. Und tatsächlich mit der Tollkirsche erreicht man Zustände, die man allerdings nicht mehr beherrschen kann. Es ist sinnvoll, wenn man da einen Begleiter hat, der also aufpasst. Und es dauert auch 2 Tage, wenn man genug davon genommen hat. Ja. In Niederbayern kannte ich eine Kommune, die haben das mal durchexperimentiert. Also toll, es ist toll,
Das ist natürlich auch so ein Sehnsuchtswort. Es soll eigentlich toll sein, es soll Wahn sein, es soll wahnsinnig sein. Ja. Also, und etymologisch. Das ist mit Sicherheit das Gleiche. Ich habe es nicht drüber nachgedacht. Erwähnen, ja. Ja, das ist auch eine ganz, ein ganz unbestimmter Hinweis, wo man den Leuten empfiehlt, dann erwähnt man mal nebenher so und so, mach damit, was du willst, denk, was du willst, aber ich habe das mal erwähnt, ja? Positiv oder negativ, ganz egal. Ja. Etymologisch war Wünschen mit Weinen. Wünschen und Wähnen hängt natürlich miteinander zusammen. Sie dürfen natürlich beim christlichen Gott noch wünschen. Aber eigentlich auch nicht so richtig. Aber im Gebet dürfen Sie natürlich wünschen. Nun ist ja seltsam, seit ich in Weilheim wohne, wohne ich am Betberg. Und jetzt bin ich aufgeklärt worden, dass der Betberg auf die drei Beten zurückgeht. Und die drei Beten sind vorkeltische oder keltische Göttinnen, die auch wieder wie überall in der Welt die Frau in jugendlichem, in mittlerem und im alten Alter vergegenwärtigt. Die eine heißt Ambet, die andere Milbet oder so irgendwas. Elisabeth kommt natürlich auch davon. Und es ist interessant, dass man den Beten gegenüber natürlich die Wünsche geäußert hat. Ja? Und man nannte das dann, als die Christen das alles übernommen haben, den Kulturbereich, nannte man diesen Vorgang Beten. Also in der Sprache und im kollektiven Unbewussten ist ja das alles gespeichert. Da hält auch La Belle et la Bête miteinander. Das glaube ich jetzt wieder, das Bête, das liegt natürlich dann mit dem Biest zusammen. Das ist natürlich etwas anderes. Das ist ja jetzt eine mystische Adresse für dich. Bitte? Also das ist eine mystische Adresse, das ist eigentlich auch eine Synchronizität zwischen dieser Adresse und für dich speziell. Dass du da angezogen bist, verstehst du, wo du dich eh so damit beschäftigst. Ja. Ich erinnere mich, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich bin da im oldenburgischen kleinen Dorf aufgewachsen, aber da hat man immer von einem Spolkenkicker, der konnte auch so geheimnisvolle Dinge sehen, und den hat man aufgesucht, um zu erfahren, ob der Soldat noch lebt oder ob der schon gestorben ist, wo der sich aufhält. Dann konnte man wissen, ja, der lebt jetzt noch in Ägypten. Und der konnte dann die Leute trösten, der wird schon auch wiederkommen. Also wie da waren Spöken. Und das heißt Spöken? Spuken, das war die Spuk. Im Hochdeutschen Spuk. Es spukt hier. Hier ist was Geistiges. Der Stuhl hat gewackelt, obwohl keiner den gestoßen hat. Das muss hier spuken. Das war Spöken. Ich meine, es ist klar, das, was wir jetzt reden, sind auch so Hoffnungen und Wünsche und so weiter. Aber ich muss da wirklich den Kant wieder erwähnen, obwohl der Kant natürlich ausgehebelt worden ist durch den Wegfall der Kausalität. Die Kausalität ist wirklich weg. Und natürlich Ort und Zeit, Raum und Zeit sind auch in diesem Sinne relativiert. Das heißt, dem Kant seine Voraussetzung, dass schon in den Menschen a priori, schon bei der Geburt, Raum, Zeit und Kausalität drin ist und er gar nicht anders sich verhalten und denken kann, das ist natürlich vorbei. Also insofern kann der Kant nicht mehr da sein. Aber in seiner Auseinandersetzung mit dem Swedenborg, und das möchte ich nochmal an der Stelle bringen, damit man nicht meint, wir spinnen hier rum, ne? Sondern wir bewegen uns in dem Feld, wo auf der einen Ebene diese quantenphysikalische und die Synchronizität stattfindet und wo man durch Aufmerksamkeit tatsächlich Synchronizitäten, vielleicht Hinweise des Kosmos, erfahren kann. Aber andererseits der Aufsatz von Kant über den Swedenborg, der Kant hat den Swedenborg vollständig akzeptiert in seinen Fähigkeiten. Und die sind ja Wahnsinn, die Fähigkeiten, wahnsinnig gewesen vom Swedenborg. Und da schreibt er eben in diesem Aufsatz, alles gerät ihm zum Zeichen. Und wenn Sie das machen, dann sind Sie natürlich in einer völlig wilden Welt, wo es dann wirklich zugeht, wie in den alten Zeiten. Und das ist die Frage, ob wir dahin wollen. Nicht? Das ist wirklich die Frage, ob wir dahin wollen. Ob es uns doch recht ist, dass die Heizung funktioniert und das Auto funktioniert und so weiter.
Also ob wir doch die Technologie auch bei den vielen Menschen, die hier leben und die Hygiene und so weiter und das Alter, was wir erreichen, ob uns das nicht doch ziemlich viel wert ist. Bitte, ja? Ja, dazu vielleicht mal eine Frage. Ich meine, wie grenzt man das jetzt gegeneinander ab? Also diese nochmal sinnvollen Zufälle der Synchronizität und die, sagen wir mal, normalen Zufälle, die uns ja im Leben auch nicht passieren. Denn ich meine, wir haben ständig, auf uns prasselt eine ungeheure Menge an Ereignissen ein. Ja. Es ist ja eigentlich nicht so erstaunlich, dass es davon mal ein paar gibt, die in irgendeinem für uns seltsamen Zusammenhang stehen. Ja, bei der ganzen Menge an Ereignissen, die wir überhaupt wahrnehmen. Und wir wissen ja auch aus der Hirnforschung inzwischen, dass das Gehirn immer irgendwas assoziiert. Also das Gehirn versucht, in jede Erscheinung, die wir sozusagen in der Außenwelt wahrnehmen, irgendein Muster zu erkennen. Ja. Kann es nicht sein, dass wir hier auf unser Gehirn irgendwo reinfallen? Ja, also das ist genau die Frage, die sich auch der Physiker stellt, wenn er teilnehmender Beobachter ist. Er muss sich fragen, ob das Sinn macht. Es ist tatsächlich ein Kriterium, was man nicht so mechanistisch oder kausal ansetzen kann, sondern es ist wie in der Quantenmechanik eine statistische Sache. Wenn es zum Beispiel ganz deutlich wird, dann könnte man annehmen, dass es eine Synchronizität ist, aber man kennt den Sinn dahinter dann immer noch nicht. Trotzdem kann es ein Hinweis sein, dass man zum Beispiel jetzt irgendwas falsch macht. Aber das heißt schon, dass Sie bereits daran denken, dass es eine höhere Welt gibt, dass es höhere Dimensionen gibt, dass es da vielleicht einen Schutzengel gibt oder was immer, der Ihnen auf diese Weise das mitteilt. Oder aber, wenn ihm das nicht gelingt, um mal weiter jetzt esoterisch zu argumentieren, wenn ihm das nicht gelingt, dann schickt er Ihnen vielleicht eine Krankheit oder schickt er Ihnen einen deutlicheren Hinweis. Aber Sie kommen da nicht drum herum. Das ist eine persönliche Entscheidung, es ist eine Entscheidung des Subjekts. Des Subjekts, also von Ihnen selbst, und da kommen Sie nicht drum herum. Das ist Ihre persönliche Entscheidung, wann Sie eine Synchronizität annehmen für sich. Und wann Sie sagen, nee, das ist mir jetzt zu weit außerhalb, das akzeptiere ich jetzt nicht. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, naja, da könnte ich jetzt auch annehmen, so und so. Und dann habe ich gedacht, ach, das geht jetzt doch ein bisschen zu weit. Aber Sie sind da in einem Feld drin, in dem wirklich die Sache möglich oder unmöglich ist. Das ist Ihre eigene Entscheidung. Man muss ja selber leben, ne? Man lebt ja selbst. Und es hilft Ihnen ja keiner. Man steckt im Körper drin und das scheint überhaupt das Programm zu sein, dass man da irgendwas zu lernen hat, weil man in so einem Körper drin steckt, wo man letztlich allein ist, das merkt man spätestens, wenn man Schmerzen hat. Da gibt Bitte. Es ein wunderbares wissenschaftliches Experiment von Synchronizität oder gibt es einen Sinn, den man nicht erkennt? Und zwar hat man 15 Personen ausgesucht, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Sexes, unterschiedlicher sozialer Schichtungen und hat die gefilmt und hat die einzeln in einen Warteraum geschickt. Und da standen rundherum an der Wand standen Stühle. Und die haben sich 14 Leute alle auf den gleichen Stuhl gesetzt. Eine Frau hat sich woanders hingesetzt und hat nach kurzer Zeit den Stuhl gewechselt und hat sich auch auf diesen Stuhl gesetzt. Und dann hat man die alle befragt, warum haben sie diesen Stuhl gewählt? Und keiner hatte ein Argument. Die haben alle gesagt, ja, aus der Intuition heraus. Aus der Intuition. Und was war die Lösung des Ganzen? Diesen einen Stuhl hatte man vorher mit männlichen Hormonen besprüht. Das weiß man ja nicht. Also man kann nicht steuern von etwas, was man noch nicht Die Nase ist in der Lage, einzelne Moleküle zu riechen. Und das Auge, weiß man inzwischen, ist in der Lage, ein einzelnes Photon zu sehen. Und damit ist es so, dass wir bis in die Quantenmechanik reingucken können, tatsächlich. Und es ist eine solche Vielfalt und eine umwerfende Welt, dass man wirklich zu sich selbst finden muss und gucken muss, wie man in dieser unglaublichen Welt überleben kann. Das geht nicht anders. Man muss es selbst machen. Und ich verstehe viele, die darüber verzweifeln und Hilfe brauchen und auch verrückt werden oder Selbstmord begehen oder was weiß ich. Es ist wirklich eine
Ja, das ist das Leben, das ist halt das Leben. Ne? Aber das Leben hat diesen Willen, dass es eigentlich sich aufbaut. Und es baut sich ja immer wieder auf. Neulich habe ich mir da in die Hand geschnitten. Ich habe mich, nachdem ich das alles wusste, gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie die das machen. Sie haben es gemacht wie immer. Wie immer, es ist halt verheilt. Aber die Prozesse, wenn man in die Prozesse reingeht, mal in die moderne, biologisch, die Biologen entdecken zurzeit die Quantenmechanik. Es ist köstlich, was da alles passiert in der biologischen Literatur. Es ist wirklich aufregend. Ja. Also, wenn man da sieht, was da alles zusammenwirkt, um eine Wunde zu schließen, das sind nicht 20 Faktoren, das sind hunderte von Faktoren. Und wie das dann alles zusammenkommt, dass man dieses ganze Ding, das Einheitliche, das Holon, wie man sagt, dass die alle, die ganzen Vektoren in der Quantenwelt sich dahin ausrichten, das eine zu erhalten. Das ist ein wunderbarer Prozess einfach. Aber es ist doch erschreckend, zum Beispiel das eine Beispiel, das du gebracht hast mit dem explodierenden Auto vom Fenster, wenn ich jetzt im Café sitze oder jemand im Café sitzt und aus dem Fenster schaut und da steht ein SUV, der mich stört und ich konzentriere mich so auf meine Gedanken, dass der vielleicht da weg muss und der explodiert dann. Also da brauchst du keinen Computer mehr, keinen Sprenggürtel, du kannst auch ein Blackout erzeugen. So. Also ich finde dieses Beispiel mit dieser Synchronizität für solche Sachen äußerst gefährlich. Also wenn sich jemand, ja, also nichts, aber dann so eine magische Gabe. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Also ich nicht, aber wenn man es schafft. Es. Ja. Also die Tatsache, Idee überhaupt. Die Tatsache, dass man sehr voreingenommen ist oder dass man manche Leute hasst oder dass man jemandem was Übles antun will, das scheint nicht die Kraft aufzubringen, um sowas dann wirklich auszulösen. Dafür gibt es dann die Voodoo-Leute, die dann da nachhelfen mit allerlei Mittelchen oder mit, ja, das ist ein ganz schwarzer Bereich. Ne? Aber wenn der Jung, wenn der Pauli solche Dinge gemacht hat, der war ja nicht dagegen, er war ja Wissenschaftler, er war nur äußerst kritisch. Und warum das dann so war, ist nicht aufklärbar. Der hat es nicht wollen. Ist einfach passiert. Ja. Durch seine bestens magnetische Aussprache. Der Pauli-Effekt ist bestens dokumentiert. Und ich kann wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Also wenn es irgendwie interessiert, dieses Buch, 137, super, spannend zu lesen, wirklich spannend. Und geht noch in die Feinheiten. Also dieser Vortrag hier ist ja nur so die Oberfläche. Sie haben gesagt, dass der Geist oder das Denken sehr schnell sei. Das ist meiner Ansicht nach eine große Täuschung. Ja, das kann gut sein. Denn das Umdenken ist eine sehr schwierige Sache. Also das Denken ist sehr träge. Ja, also beispielsweise noch träger ist, die Gesellschaft, bis die Gesellschaft umgedacht hat. Also diese Ereignisse, Relativitätstheorie, die sind jetzt über 100 Jahre alt und die Gesellschaft hat noch nicht umgedacht und auch die Wissenschaft hat noch nicht umgedacht. Die Biologen gehen jetzt seit 5 Jahren da dran erst. Die Physiker sind schon länger dran natürlich, ja? Aber die Biologen noch nicht, weil es fließt halt noch nicht. Aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch der Einzelne in der Gesellschaft. Ja, natürlich. Das ist sehr träge beim Umdenken. Ich zum Beispiel setze mich seit Jahrzehnten für ein garantiertes Grundeinkommen ein. Und da gibt es sehr viele, die da nicht umdenken können. Wollen. Ja, mag sein. Aber weil sie eben wollen, auch nicht können. Entschuldigung. Das ist der Diskurs in der Gesellschaft. Der muss geführt werden. Das ist schlecht aus mit solchen Ideen. Das setzt ja voraus, wissen Sie, das Grundeinkommen, das ist ja das Problem, setzt ja voraus, dass man nicht denkt, homo homini lupus, sondern dass man denkt, der Mensch ist gut. Und wenn sich die Frage dann in den Raum stellen, dann teilen sich die Geister. Ja, was ist gut? Ach, außerdem. Das geht mit der nächsten Stunde.
Ja, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann können wir zum Griechen runtergehen und gucken, ob wir uns Platz kriegen und dann vielleicht da so bringen auch das Ganze. Wann ist der nächste Philo? Im Oktober, denke ich. Wir haben noch kein Thema. Wir wissen es noch nicht. Dann wünsche ich uns noch viel Vergnügen. Ja, vielen Dank.